gerade nicht so gut, oder? Beschissen, ehrlich gesagt. Das Haus fühlt sich so leer und ohne Ärm und Kinder fragen schon die ganze Zeit, wann er zurückkommt. Aber ich mag nimmer. Nicht nach dem, was er sich diesmal geleistet hat. Ja, also ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist. Fremdgang ist er. Ausgerechnet mit seiner Assistentin, der ja ständig über den Weg lauf. Das geht ja gar nicht. Das war nicht alles. Ins Schifredo, unser Lieblingslokal, ist er mit dir gegangen. Na. Doch. Da kann ich jetzt nicht mehr hingehen, ohne dass mir alle mitleidig anschauen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Das ist so eine Demütigung. Lieb, dass du dich gemeint hast, du Schirmi. Ich kann jetzt nicht mehr weiterreden. Es ist gerade alles ein bisschen voll. Servus. Gysi, hast du meine Nachricht gekriegt? Sonst war ich nicht da. Du hast 5 Minuten, dann bin ich wieder weg. Gysi, das tut mir aufrichtig leid, dass ich ausgerechnet was mit der Sandy angefangen habe. Ich habe in dem Moment einfach nicht an unsere Abmachung gedacht. Das hätte nicht passieren dürfen. Da habe ich eindeutige Grenze überschritten. Und dann gehst du mit ihr auch noch ins Schifredo. Was meinst du, wie ich geschaut habe, als mich der Yves darauf angesprochen hat? Ich war so ein Hornox, Gysi. Aber inzwischen ist mir klar geworden, wie sehr ich mich beim Verhalten verletzt habe. Dabei mag ich nur die. Der Vertrag von der Sandy ist übrigens ausgelaufen. Meinst du, der Armband macht jetzt alles wieder gut? Ich lass mich doch nicht kaufen. So war es jetzt auch nicht gemeint. Ich möchte heute wieder mehr mit dir zusammen sein. Wir haben zuletzt so wenig Zeit füreinander gehabt. Mairet. Was hältst du denn davon, wenn wir gemeinsam in Urlaub fahren? Nach Südfrankreich. Da, wo wir das erste Mal zu zweit unterwegs waren. Da, wo die kleine Strandbar war. Weißt du das noch? Mein ganzer Körper war erstochen, weil wir kein Moskitonetz gehabt haben. Grüß euch. Habt ihr Minuten für uns? Wir wollten uns bloß schnell von euch verabschieden. Habt ihr euch wieder versöhnt? Ja. Dankeschön, dass ihr zwei für uns da gewesen seid. Und Hubert, du bist mein bester Freund. Unser Telefonat, das hat mir auch gut getan. Dass jetzt alles wieder passt, das haben wir nur euch zum Verdanken. Das haben wir gern gemacht. Ich glaube an Frankie, dass er ihm leid tut. Die Gysi und ich, wir fahren nach Frankreich. Wie früher, das wäre so eine Art zweite Flitterwochen. Aber diesmal kein Camping. Ah, natürlich nicht. Ja, früher muss ich mir leisten können, aber romantisch war das vielleicht schon. Nachts im Z. Weißt du es noch, wie wir aktiv waren? Nur im Schein von der Taschenlampen. Wir haben erst hinterher gespannt, dass von außen jeder unseren Schatten gesehen hat. Das wird bestimmt ein schöner Urlaub. Wir freuen uns für euch. Also, wir müssen unbedingt mal miteinander Ferien machen. In Costa Rica, da hast du doch dein Hotel, gell? Also, Dankeschön noch einmal. Da komm ich her, da will ich.